Hallo Leute, mein Name ist Martin Grauer und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Es sieht sehr gut aus, dass Daniel Bryan seinen Vertrag verlängert. Außerdem ein Update zu Brock Lesnar und dem SummerSlam. Und Hulk Hogan ist zurück. Gleich mal vorweg, auf meinem Sendeplan steht ja, dass ich eigentlich diesen Samstag eine Roomtour von meinem Studio hochladen wollte. Dieses Video wird aber erst die Woche drauf kommen, denn ich werde am Samstag nochmal eine News-Ausgabe bringen. Ich habe das ja in der Vergangenheit immer so gemacht, dass bei Pay-Per-Views am Montag dann nämlich die Pay-Per-View-Review kam und keine News, sodass die Donnerstags-News-Ausgabe, die darauf folgte, meist halt mehr News umfasste. Aber ich werde es jetzt einfach immer so machen, dass dann an den Samstag nach Pay-Per-Views einfach denn nochmal eine News-Ausgabe kommt. Also unterm Strich einfach mehr News. Paul Heyman war letzte Woche Backstage bei Raw, war aber nicht in den Shows eingesetzt. Deshalb natürlich die Frage, warum war er denn überhaupt da? Er hat nämlich Bobby Lashley und Roman Reigns dabei geholfen, die Promos und so weiter vorzubereiten, denn die beiden gehen ja jetzt in Richtung Brock Lesnar und so hat man sich überlegt, dass man Paul Heyman, obwohl er kein Teil des Creative Teams oder des Writing Teams ist, ihn aber trotzdem mit an die Seite zu nehmen, damit er gerade, weil er ja so gut am Mic ist, halt den beiden ein bisschen helfen kann. Und gerade da man Paul Heyman jetzt mit Bobby Lashley arbeiten lässt, lässt mich ja schon wieder spekulieren, ob man denn nicht vielleicht auf die Idee kommt, dass Paul Heyman sich ja vielleicht jemand anderen suchen könnte, denn da gab es ja auch schon Gerüchte darüber, dass man das machen möchte, wenn Lesnar nicht mehr bei der WWE ist, dass Paul Heyman einfach trotzdem noch dabei bleibt mit einem neuen Schützling. Könnte man mit Bobby Lashley natürlich machen. Dann nochmal ein kleines Update zu all unseren Verletzten. Wir beginnen mit Charlotte. Hier ist es so, dass sie wohl Anfang Juli zurückkehren wird, um dann auch noch die Möglichkeit zu haben, um sich mit irgendeiner Fehde für den SummerSlam zu bestücken, damit sie natürlich auch irgendwas zu tun hat. Weiter geht es mit Dean Ambrose. Hier erwartet man ja auch das Comeback von ihm im Sommer, allerdings noch nicht vor dem SummerSlam, vielleicht beim oder nach dem SummerSlam auf jeden Fall. Dann haben wir noch Jason Jordan, der ist eigentlich schon wieder fit und einsetzbar. Das Problem hierbei ist einfach nur, dass man keine Idee hat, wie man ihn momentan zurück in die Shows bringt. Es gibt ja das Gerücht, dass man ihn wieder an die Seite von Chad Gable setzt, was natürlich sehr gut wäre, American Alpha zurückzubringen. Aber hier gibt es noch keine weiteren Pläne. Und dann haben wir noch NXTs Lars Sullivan und hier hat sich seine Verletzung am Kinn rausgestellt als Storyline. Das heißt, er ist nicht wirklich verletzt, verkauft natürlich diese Verletzung und fehlt momentan in den NXT-Shows, aber eigentlich geht es ihm soweit gut und das heißt, da wird man halt gucken, wann man ihn storyline-technisch vielleicht dann wieder gegen Aleister Black zurückbringt. Dann gibt es wieder Neues zu Daniel Bryan und seinem Vertrag mit der WWE, der ja momentan immer noch nicht abgeschlossen ist. Hierzu gab es ein Interview mit Daniel Bryan, wo er auch nochmal dazu Stellung bezogen hat und gemeint hat, dass er momentan bei der WWE relativ glücklich ist und er sieht das eigentlich auch so, dass die Chancen im Moment sehr, sehr gut stehen, dass er auch bei der WWE bleiben wird. Außerdem hat die WWE ihn eh schon für mehrere Events nach dem 1. September, wo sein Vertrag ausläuft, bestätigt, obwohl ja der Vertrag noch nicht abgeschlossen ist. Heute haben wir irgendwie nur Updates und es geht weiter mit dem Update zu Rey Mysterio und seinem WWE-Vertrag. Und hier ist es so, dass Rey Mysterio sagt, er möchte gerne, bevor er bei der WWE wirklich hier einen Vertrag unterzeichnet, erstmal bei Crash Wrestling seinen Heavyweight-Titel verlieren. Und das natürlich nicht einfach nur abgeben, sondern er möchte halt wirklich noch ein Match dort machen und da dann halt auch auf anständige Art und Weise den Titel abgeben. Außerdem steht ja Rey Mysterio auch noch im All-In-Event von Cody Rhodes und den Young Bucks. Das heißt, auch hier will Rey Mysterio natürlich diesen Event noch mitnehmen. Aber das sieht wohl die WWE ein bisschen anders. Die WWE hätte gerne, dass Rey Mysterio nicht bei diesem All-In-Event dabei ist. Aber ich glaube, das kann man jetzt schwierig kippen. Deswegen wird Rey Mysterio wahrscheinlich einfach nur so lange warten, bis auch das All-In-Event weg ist. Und dann wird er den Vertrag dann unterzeichnen. Und so haben alle das bekommen, was sie wollen. Vielleicht kann man das auch irgendwie so vertraglich regeln, dass er auf jeden Fall diese Events dann noch machen kann. Und dann überraschend oder ein bisschen eher zurückkommt. Das geht alles, ist aber halt Verhandlungsgeschichte. Ich gehe eher davon aus, er wird jetzt noch ein bisschen warten und dann ist die Sache durch. Es gab ja schon vor einiger Zeit mal die Spekulation darüber, ob The Rock möglicherweise 2020
als Präsident kandidieren möchte. Und da er jetzt wieder auf Tour für seinen neuesten Film Skyscraper ist, wurde er auch in der Late-Night-Show dazu befragt. Und obwohl es ja erst er als Joke gemeint war, stellte sich jetzt raus, dass The Rock schon offen für diesen Weg wäre, allerdings noch nicht 2020, möglicherweise 2024 oder 2028 könnte das ein Weg für ihn werden, denn er sagt selbst, was ja keine schlechte Aussage ist, dass er sich erstmal wirklich da reinarbeiten möchte und politisch erstmal ein bisschen mehr Erfahrung sammeln möchte, bevor er sagt, jo, Präsident, kein Problem, ich bin dabei, obwohl er einfach überhaupt keinen Plan davon hat. Also, das kann auf jeden Fall lustig werden, wenn wir The Rock, ja, als Präsident haben. Ich glaube, dann haben die anderen Präsidenten weniger große Fresse. Oder dann gerade, keine Ahnung, aber auf jeden Fall könnte das lustig werden. Und im Prinzip, was soll da jetzt noch kommen? Dann gab es ja jetzt bei Extreme Rules und bei Raw einiges zu Brock Lesnar und seinem ganzen Verhalten, wie es jetzt mit dem Universal-Titel aussieht und so weiter. Und es wurde ja beschlossen, dass er beim SummerSlam ein Match haben wird gegen entweder Roman Reigns oder Bobby Lashley. Und Vince Plan war jetzt die letzten Wochen, Brock Lesnar so darzustellen, dass er halt die WWE verlassen wird und zur UFC geht, aber mit dem Universal-Titel, damit die Fans natürlich umso böser auf Brock Lesnar werden und sich umso mehr hinter Roman Reigns stellen. Das ist natürlich wie immer der Plan, das kennen wir ja. Aber es kann natürlich hier auch sein, dass man sich jetzt wirklich dazu entschlossen hat, mal jemand anderes wie Bobby Lashley zu nehmen. Mal schauen. Und dann große News am Sonntag vor Extreme Rules. Hulk Hogan ist wieder freigegeben. Vor 3 Jahren wurde er ja aus der WWE mehr oder weniger verbannt, weil ein Tape aufgetaucht ist, wo er sich sehr rassistisch äußert und das findet die WWE natürlich überhaupt nicht gut. Und daher wurde er erstmal aus dem WWE-Produkt komplett rausgezogen und auch aus der Hall of Fame verbannt und so weiter. Da war Riesenterror. Und jetzt am Sonntag hat die WWE offiziell bestätigt, Hulk Hogan ist wieder in der Hall of Fame, ist wieder bei der WWE, hat zwar keinen Vertrag unterschrieben, aber auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr ein No-Go oder was man nicht mehr sagen darf. Das hat sich ja die letzten Monate eh angebahnt. Es gab ja hier und da immer mal so ein paar Name-Drops und das hat halt einfach jetzt sein Ende gefunden, denn Hulk Hogan war auch bei Extreme Rules, allerdings nur Backstage, hat sich da nochmal mit ein paar Offiziellen zusammengesetzt und hat sich dann auch vor dem kompletten WWE Locker Room entschuldigt über das, was er da gesagt hat, und hat ihnen dann natürlich auch den Tipp gegeben, dass sie auch aufpassen müssen, was sie sagen, auch wenn sie gerade denken, nicht irgendwie gefilmt zu werden oder aufgenommen zu werden. Das kann halt immer mal passieren. Und deswegen müssen sie da echt aufpassen, dass anderen Leuten das nicht so passiert, was Hogan passiert ist. Außerdem hat man diese Entschuldigung auch für WWE 24 aufgezeichnet. Das heißt, es wird wohl dann auch für dieses ganze Comeback und so eine Dokumentation auf dem Network geben. Ja, Freunde, das auf jeden Fall erstmal soweit zu den News. Denkt dran, am Samstag gibt es dann also noch eine News-Ausgabe und es gab mal wieder ein Vlog diese Woche. Das versuche ich jetzt auch mehr zu machen, also schaltet da auch ein. Ich verlinke euch den hier auch in der Videobeschreibung. Ja, und dann gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt eure Meinung zu Hogan gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon, dass er jetzt wieder zurückkommen dürfte oder sein Name jetzt wieder reingewaschen ist? Wenn man das so sagen kann. Ja, schreibt es mir gerne mal unten rein und ansonsten natürlich gerne Abo auf YouTube und Glocke aktivieren und ihr kennt den ganzen Spaß. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so laut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.